Thank you. Thank you very much, everybody. Sorry to keep you waiting. Tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Es ist ein kompliziertes Geschäft. Thank you very much. Vielen Dank. Ich habe gerade einen Telefonanruf von Hillary Clinton erhalten. Sie hat uns gratuliert. Es geht hier um uns. Sie hat uns zu unserem Sieg gratuliert. Und ich habe ihr und ihrer Familie gratuliert zu einem sehr hart ausgefochtenen Wahlkampf. Sie hat sehr hart gekämpft. Hillary hat sehr lang und sehr hart über lange Zeit gearbeitet und wir schulden ihr Dankbarkeit für ihren Dienst an unserem Land und ich meine das sehr ernst. Jetzt ist es Zeit, dass Amerika nun die Wunden der Spaltung wieder heilt und dass wir zusammenkommen, allen Republikanern, Demokraten und Unabhängigen in der ganzen Nation, im ganzen Land sage ich, es ist Zeit für uns, jetzt zusammenzukommen als ein vereintes Volk. Es ist Zeit. Ich schwöre jedem Bürger unseres Landes, dass ich Präsident aller Amerikaner sein werde. Und das ist so wichtig für mich. Denen, die mich in der Vergangenheit nicht unterstützt haben, da gab es ja ein paar, denen sage ich, ich bitte euch um Hilfe und Unterstützung und Ratschlag, damit wir gemeinsam unser großartiges Land vereinen können. Wie ich von Anfang an gesagt habe, war unser Wahlkampf nicht ein Wahlkampf, sondern eher eine unglaubliche Bewegung, die aus Millionen hart arbeitender Männer und Frauen besteht, die ihr Land lieben und eine bessere, hellere Zukunft für sich und für ihre Familien wünschen. Das ist eine Bewegung von Amerikanern aller Rassen, Religionen, Hintergründe und Glaubenssätze, die wollen, dass unser Staat dem Volk dient und dem Willen des Volkes folgt. Zusammen, wenn wir zusammenarbeiten, werden wir die dringende Aufgabe angehen, unsere Nation wieder aufzubauen und den amerikanischen Traum zu erneuern. Ich habe mein ganzes Leben in der Wirtschaft verbracht und das Potenzial von Projekten und Menschen zum Blühen gebracht. Und das möchte ich jetzt für unser Land tun. Es gibt ein unglaubliches Potenzial. Ich habe unser Land so gut kennengelernt. Es hat ein unglaubliches Potenzial. Es wird eine tolle Sache. Jeder Amerikaner wird die Chance haben, seinen oder ihren Traum zu erfüllen und das ganze Potenzial zu nutzen. Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht länger vergessen sein. Wir werden unsere Innenstadt Randgebiete reparieren, unsere Brücken, Flughäfen, Krankenhäuser wieder instand setzen, unsere Infrastruktur wieder instand setzen. Und die wird besser sein als alle anderen auf der Welt. Und wir werden Millionen Menschen wieder in Arbeit bringen, während wir Amerika wieder aufbauen. Wir werden auch endlich uns um unsere großartigen Veteranen kümmern, die so loyal für unser Land eingestanden sind. Und ich habe so viele von ihnen kennengelernt in diesen 18 Monaten. Die Zeit, die ich mit ihnen verbracht habe während des Wahlkampfes, waren meine größten Momente. Das war meine größte Ehre. Die Veteranen sind großartige Leute. Wir werden ein Projekt des nationalen Wachstums, der nationalen Erneuerung angehen. Ich werde die größten Talente unseres Volkes einspannen. Wir werden die klügsten Köpfe einladen, ihr Talent zum Wohle aller einzusetzen. Wir haben einen
großen Wirtschaftsplan. Wir werden unser Wachstum verdoppeln und die stärkste Wirtschaft der Welt aufbauen. Gleichzeitig werden wir mit allen anderen Nationen gut zurechtkommen, die bereit sind, mit uns gut zurechtzukommen. Wir erwarten großartige Beziehungen. Kein Traum ist zu groß, keine Herausforderung zu groß. Nichts, was wir für unsere Zukunft wünschen, liegt außerhalb unserer Reichweite. Amerika wird nicht länger sich mit irgendetwas weniger zufrieden zu geben, als die Besten zu sein. Wir müssen das Schicksal unseres Landes zurückerobern und kühne Träume haben. Wir müssen mutig sein und das alles müssen wir tun. Wir haben so viele Träume für unser Land und wir wollen großartige, schöne Dinge schaffen und wieder Erfolg haben. Ich möchte der Weltgemeinschaft sagen, dass wir immer Amerikas Interessen an die erste Stelle setzen werden, aber mit allen anderen fair umgehen werden. Mit allen anderen Völkern und allen anderen Nationen. Wir suchen Gemeinsamkeiten und keine Feindseligkeit, Partnerschaft und kein Konflikt. Und jetzt möchte ich diesen Moment nutzen, um einigen der Menschen danken, die mir wirklich geholfen haben mit ihrem Ratschlag, um diesen historischen Sieg zu erreichen. Ich möchte meinen Eltern danken, die jetzt auf mich herabschauen. Tolle Leute. Ich habe so viel von ihnen gelernt. Das waren wunderbare Menschen in jeder Beziehung, ganz großartige Eltern. Ich möchte auch meinen Schwestern Marianne und Elizabeth danken, die heute hier bei uns sind. Wo sind sie eigentlich? Also irgendwo sind sie hier doch. Die sind sehr scheu. Und mein Bruder Robert, meinem großen, großartigen Freund. Wo ist Robert? Da, mein Bruder Robert. Und die sollten alle hier oben auf der Bühne stehen. Aber gut. Und meinem verstorbenen Bruder Fred möchte ich danken. Ein toller Typ war das. Eine fantastische Familie. Ich war sehr glücklich, mit dieser Familie aufzuwachsen. Tolle Schwestern, tolle Brüder, großartige Eltern. Melania möchte ich danken. Und Dawn. Und Ivanka. Und Eric. Und Tiffany. Und Baron. Ich liebe euch und ich danke euch. Und insbesondere danke ich euch dafür, mit all diesen Stunden, diesen harten, schwierigen Stunden umgegangen zu sein und mir den Rücken zu stecken. Politik ist hässlich und hart. Ich möchte meiner Familie wirklich danken, dass sie zu mir gestanden haben und das mit mir durchgestanden haben. Vanessa, danke. Ihr habt was Tolles geleistet. Was für eine tolle Gruppe. Ihr alle habt mir so unglaublich viel Unterstützung gegeben und ich möchte euch sagen, dass wir eine große Gruppe Menschen hinter uns haben. Es heißt, wir wetten einen kleinen Stab, aber nein, schaut euch all diese Leute hier an. Killian, Chris, Rudy, Steve, David. Wir haben großartige Talente in unserem Team und das war wirklich eine ganz besondere Sache. Ich möchte insbesondere auch unserem ehemaligen Bürgermeister Rudy Giuliani danken. Unglaublich. Er ist mit uns auf Wahlkampfreise gegangen. Er hat die Meetings mit uns durchgestanden. Rudy hat dabei sich nie verändert. Wo ist denn Rudy? Gouverneur Chris Christie war auch unglaublich, Leute. Vielen Dank, Chris. Der erste Politiker, der ist in Washington sehr angesehen, weil er ziemlich clever ist. Senator Jeff Sessions war der erste, der zu mir gestanden hat. Wo ist der? Großartiger Mann, ein anderer großartiger Mann, ein sehr harter Kämpfer, ein sehr harter Mitbewerber um die Nominierung. Er war kein einfacher Gegner. Wo ist er?
Rudy. Ein anderer großartiger Mann, der wirklich ein Freund geworden ist, den ich gut kennengelernt habe als Konkurrent, weil er war ja einer derjenigen, die auch gegen die Demokraten kandidieren wollte, ist Dr. Ben Carson. Wo ist er? Übrigens, Mike Huckabee ist auch hier irgendwo. Auch ein fantastischer Typ. Mike und seine Familie Sarah. Vielen Dank. General Mike Flynn. Wo ist Mike? Und General Kellogg. Wir haben über 200 Generäle und Admiräle, die unseren Wahlkampf unterstützt haben. Und das sind besondere Leute. Das ist eine echte Ehre. Wir haben 22 Empfänger der Ehrenmedaille des Kongresses hinter uns und eine ganz besondere Person, die immer an mich geglaubt hat. Und die Medien haben geschrieben, ich käme nicht mit ihm klar, aber ich hatte nie einen schlechten Moment mit ihm. Nicht eine Sekunde haben wir uns nicht verstanden. Unglaublicher Star. Ja. Wie konntet ihr das raten? Also, Ed Reince, ich habe gesagt, ich wusste das immer. Guckt euch all die Leute hier an. Ich, Reince, ist ein Superstar. Aber ich habe gesagt, wir können dich nur ein Superstar nennen, wenn wir gewinnen. Weil, also, wenn das Sekretariat hier als Zweiter reingekommen wäre, dann hätte er da in Belmont nicht diese großartige Büste gehabt. Aber Reins ist wirklich ein Star. Er ist der Typ, der am härtesten arbeitet hier. Reins, komm doch mal hoch hier. Boy, oh boy, oh boy. It's about time you did this, Reins. Zeit, dass du hier hochkommst, Reins. Mensch. Sag doch ein paar Worte. Nee, komm. Sag doch was. Meine Damen und Herren, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Danke, es war eine Ehre. Gott sei Dank hast du es geschafft. Gott segne dich. Fantastischer Typ. Unsere Partnerschaft mit der RNC war so wichtig für den Erfolg, also mit dem Republikanischen Nationalkomitee. Wir haben da so unglaubliche Leute kennengelernt. Auch die Secret Service-Leute waren super. Das sind harte Jungs, die sind clever und die sind klug und ich möchte mich mit denen nicht anlegen, das kann ich euch sagen. Wenn ich einer großen Menschenmenge zuwinken will und die reißen mich zurück in den Sitz, dann lege ich mich mit denen nicht an, aber es sind tolle Leute, ich danke dem Secret Service. Und Law Enforcement in New York City, die Polizisten aus New York City, da sind auch viele hier, spektakuläre Leute. Manchmal wird ihnen nicht die nötige Wertschätzung entgegengebracht, aber wir tun das. Das war ein historisches Ereignis, aber um es wirklich historisch zu machen, müssen wir jetzt eine tolle, gute Arbeit leisten. Und ich verspreche euch, dass ich euch nicht enttäuschen werde. Wir werden eine tolle Arbeit leisten. Ich freue mich sehr darauf, euer Präsident zu sein. Und hoffentlich wird nach 2 Jahren, 3 Jahren oder 4 Jahren oder vielleicht sogar nach 8 Jahren werdet ihr sagen, die so hart gearbeitet haben, werdet ihr sagen, dass das etwas war, auf das ihr stolz seid. Und ich danke euch sehr. Und ich kann nur eins sagen, wenn jetzt der Wahlkampf zu Ende ist, ist zwar der Wahlkampf zu Ende, aber unsere Arbeit an der Bewegung, die wir erzeugt haben, beginnt jetzt erst. Wir werden sofort anfangen, für das amerikanische Volk zu arbeiten. Und wir werden eine Arbeit leisten, die euch hoffentlich stolz machen wird auf euren Präsidenten. Einmal mehr, es ist meine Ehre, es ist ein fantastischer Abend, eine irre Zeit, diese 2 Jahre, und ich liebe dieses Land. Danke. Danke an Mike Pence.